Willkommen zurück. Wir stehen vor der Mission. Madison Feld Lazarett. So rum. Also, um das geht's. Die Medizinmission. Boah, Alter, was für eine Explosion hier. Ach, ich bin blöd, da lang geht's. So. Ich denke mal, wir sind hier nicht alleine, oder? Da kommen schon Gegner. Wie viele Bedrohungen? Drei, okay. Es sind schon stärkere Gegner als im Vorspann. Aber haben wir gut gemeistert da unten. Ey, wo ist der? Ah, da oben, oben, oben an der Rolltreppe ist einer. Boah, das war ein schöner Schuss. Hält am Arsch. Gut. Ja, mal gucken, ob hier gibt's hier noch irgendwas zum Holen? Nee. Okay, dann laufen wir weiter. Sicherheitssystem. Okay. Ich bin drin. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskamera? Candle und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Okay, ich muss Dr. Candle finden. Also das ist die Anführerin bestimmt von dieser Medizin. Dann gehen wir mal rein, wo es weitergeht. Es ist hier verwüstet hier. Boah. Krass. Sieht aus, als wären auch Leute Nur oben in rüber. einem Restaurant. Ja, ein bisschen Munition mitnehmen. Ich weiß ja nicht, was uns erwartet. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn Sie die Deckung nutzen, können Sie sie ohne Gefahr ausschalten. Na, hier sind Leute. Bis da stehen drei. Drei Motoren, sicher. Schieß drauf jetzt. Das hat ja keinen Sinn. Wir müssen hier gegen die kämpfen. Mit ihr scheißt Betäubungsgranaten. Ich muss mein Leben in Griff behalten. Was? Weitere Feinde? Oh, Verstärkung oder was? Da kommen wieder drei. Oh, da ist ein Kreuzfeuer von mir. Ja, hab's gewusst.
Der lauft jetzt direkt in mein Ziel und das war auch. Und nochmal Feinde entdeckt. Boah, alter Leute. Ziemlich verarschen. Ah, es geht aber noch. Ah, die blöden Betäubungsgranaten. Wow. Komm mir nicht so nah. Boah. Warnung, weitere Feinde entdeckt. Alter. Okay, der hat Selbstmord gemacht. Oh, was ist das? Ein Doppelter. Oder irgendwas. Der hat mehr Energie. Oh, scheiße. Ich habe keine Medizin mehr. Das sind zwei Doppelte. Ja, war klar. Ja, wenn man keine Medizin, ich weiß noch nicht mal, wo. Gibt's hier irgendwo Medizin in dem Raum? Ah, jetzt wieder von da. Egal. Kein Meister vom Himmel gefallen, würde ich mal sagen. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie ohne Gefahr ausschalten. Ja, ja. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo hier Medizin ist. Es wird mir auch von der Karte angezeigt und ich finde es ein Dappel. Naja, egal. So. Suchen wir mal. Das sind welche. Obwohl, der eine, da hat sich schon selber exportiert. Weitere Feinde entdeckt. Ich würde mal behaupten, ich mache das jetzt besser. Oh, jedes Mal diese komischen Betäubungsgranaten. Alles sehr gut im Visier. Ah, Mann. Diese Blendgranaten oder was das ist, voll verschwunden. Nur einer, denke ich, weil der hat immer weitere Feinde entdeckt. Jawohl. Campbell und ihr Stab sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Kobis. So, endlich weiter. Mal sagen,
Das haben wir doch richtig gut gemacht nach einem Versuch. So. Mal gucken, was ich was Neues gekriegt habe. Boah, das ist gut. Sehr gut. Die Zähigkeit ist eigentlich das Leben. Also umso mehr Zähigkeit man hat, habe ich so jetzt nachgelesen, umso mehr Leben hat man halt zur Verfügung. Also überlebt man auch die Schüsse besser. So, da habe ich halt auch mal ein bisschen informiert darüber. Das heißt, die hätten den Garten ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Der Aufzug benutzen wir mal. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Okay, sind wir hier. Na, hier haben wir wenigstens. Medizin entdeckt. Der Weg zu Kobis führt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Boah. Also passen Sie auf. Sieht es aus, ey, ja. Dann machen wir mal weiter. Oh, das sind schon wieder so Gegner. Hoffentlich sehen die mich nicht. Ja, super. Die ganzen Gegner hier. Und wir müssen auch noch dahin. Oh Mann. Das wird was. Ah, da ist die Ärztin, oder? Das zeigt er mir so an. Haut ab, ihr Gegner. Immer mit ihren komischen Pistolen hier. Sieh schon am Arsch. Ah, da drüben, ist aber noch. Alter, guck mal, Hauptsache kommt der von hinten. Ja, sehr gut. Was, Dr. Kent? Oh, du Scheiße. Und ich lauf davor. Oh, der komplette Baseball! Der Hooligan! Oh Mann! Wow. Ich bin, glaube ich, zu weit vorgelaufen. Denke ich mal. Oh, habe ich Glück gehabt, ey. Mit einem jungen komischen Baseball um die Ecke. Dann kommen noch welche. Der mit Baseball dann erledigt, dass er mich nicht wieder erschreckt. Jawohl. Die Rose wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Wir sitzen fest. Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet. Ihr Zug, Agent. So, ich würde da schnell einen Cut machen, weil ich weiß nicht, wie die Zeit erreicht. Weil, ja. Okay, dann bis gleich. Ciao.